Hallo liebe Cyberpunk-Fans, willkommen zurück bei einer neuen Episode von Anno Dingsbums. Wir sind wieder im Game. So. Ich habe jetzt erstmal beschlossen für meinen Seelenfrieden, die Sidequests erstmal ruhen zu lassen, weil ich halt leider echt keinen Plan habe, was mir fehlt oder was ich tun kann oder tun muss. Wir gucken uns einfach mal nochmal ein bisschen hier um. Vielleicht gibt es ja noch eine andere Sidequest. Fahrer! Wer ist in die Toten feuern? Kann er es wagen, mich so lange warten zu lassen? Er würde verhungern, wenn ich sein Gehalt nicht zahlen würde. Ich werde ihn feuern, sobald ich einen neuen Fahrer gefunden habe. Hau ab. Ich weiß, dass du gerade lauschst. Okay, was ist hier für ein Gespräch? Ich bin am Verhungern, ich will Fleisch. Ich möchte Burger. Wie wäre es mit dem Burgerladen hinter der Gasse? Nee, ich habe ihn noch nie geöffnet gesehen. Strange, isn't it? Okay, hier gibt es im Bücherladen vielleicht noch irgendwas Neues. Untersuchen. Anbeten. Ja. Okay, ich glaube, das haben wir alles schon untersucht. Arbeiten. Hey, hast du meine Autobiografie gelesen? Deine Autobiografie? Ja, sie heißt... Meine Exzellenz ist wahrlich unerreichbar für mich. Ich erinnere mich, dass es hier ein Exemplar geben soll. Ich weiß nicht, warum ich es jetzt nicht finden kann. Vielleicht solltest du in einem Geschäft für gebrauchte Bücher suchen. Hey, du bist doch nur neidisch. Es ist einfach eine ausgezeichnete Autobiografie, die kein Kompliment erfordert. Okay. Brauchst du etwas? Früher habe ich auch Bücher gesammelt. Wie mein Vater, aber ich verstehe nicht, inwiefern sich die Texte von denen auf dem Bildschirm unterscheiden. Aha, Mädchen, wenn du ein Buch in den Händen hältst, spürst du die Macht der Worte bei jedem Umblättern einer Seite. Warum können die Worte in den Terminals nicht die gleiche Kraft haben? Das liegt daran, dass man beim Lesen auf Terminals lernt, Texte zu überfliegen. Wie kann jemand die Gedanken des Autors vollständig erfassen, wenn er zu schnell liest. Aber ein Buch zu lesen ist etwas anderes. Man begibt sich auf eine Reise mit dem Autor. Man tauscht Ideen und Meinungen aus und wenn die Reise zu Ende ist, kann man das Leben eines anderen wirklich spüren. Das ist etwas, was nur ein gedrucktes Buch leisten kann. Okay. Nee, ich glaube, hier ist auch nichts mehr zu finden, großartig, an Infos. Was hat er? Hallo, Anne. Hast du dir schon mein neues Waffenimplantat angesehen? Modernste Technik, die unendlich viel Munition und LP bereitstellt. Leute mit meinen Fähigkeiten brauchen das nicht. Aber trotzdem ziemlich cool, oder? Total cool. Apropos Implantat. So. Können wir vielleicht noch irgendwas kaufen? Hey! Eine gute Waffe muss hören können. Der Knall meiner neuesten Feuerwaffe hat einen Rekordwert erzielt. Möchtest du dieses... So, ich glaube, es ist immer der gleiche Text. Waffe kaufen. Wie viel Geld habe ich denn? 1218. Ist mittlerweile gar nicht mal so schlecht. 3500. Plus 24 Angriff und Durchschlagskraft plus 6. Leider geht kritisch runter, aber Alter, der Angriffsboost ist nicht von schlechten Eltern. Ein Lichtschild mit verbesserter Leistung und angepasstem Design. Schuss auf dem Modul Tomahawk. Flink. Okay. Mehr hat er nicht auf Lager, obwohl er so viele Waffen dabei hat. Ja, guck mal im Hintergrund, was der alles für Knarren da hat. Und dann hat er nur zwei Waffen zu verkaufen? Strange. Hey, keine Sorge, ich werde dir helfen, bald eine Freundin zu finden. Telefoniert. Oh, du siehst verdächtig aus. Geheimnisvoller Mann. Entschuldige, hast du ihn gesehen? Wen gesehen? Mein Bruder, er hat sich vor langer Zeit mit dem Mechanika-Virus infiziert. Er gehörte zur ersten Gruppe derer, die das Serum bekommen konnten. Ist doch toll, oder? Die erste Charge war noch recht experimentell. Der
musste dafür dieses Speziallabor gehen, um laufend überwacht zu werden. Nach einiger Zeit meldeten sie sich bei mir und teilten mir mit, er sei vor kurzem von uns gegangen. Ich kann es immer noch nicht glauben. Verstehe. Tut mir leid, dass ich ihn nicht gesehen habe. Ich weiß, dass er noch da draußen ist, irgendwo. So, es sah so ein bisschen aus wie ein Gesicht, aber ja, also es ist eher ein Strich in der Mitte. Ich hatte ein richtiges Gesicht. Es sah eher so aus, als hätte er da irgendwie Haare und würde zur Seite gucken. Na gut, wir können ja auch erstmal mit der Hauptquest ein bisschen weitermachen. Vielleicht löst sich das auch langsam von selbst. Vielleicht hat unser Gulli-Freund ja irgendwas gesehen. Okay, der schnarcht. Hier ist das Konzert. Spielst du Gitarre? Unsere Band ist auf der Suche nach einer neuen Gitarristin. Nope. Was ist mit Bass, E-Piano, Schlagzeug? Wir suchen wirklich nach allem. Ich bin nicht interessiert. Na gut. Die spielen die ganze Zeit über. Komme ich denn an den vorbei? Ach, ich muss nach unten. Stimmt. Ich denke mir so die ganze Zeit, hä? Die sind doch da die ganze Zeit am Labern. Aber nein, ich muss hier wieder ins Labor. Wie gesagt, wir machen erstmal mit der Hauptquest einfach weiter, bevor wir dann irgendwie etliche Male die Stockwerke hoch und runter fahren. Um zu untersuchen, ob wir vielleicht Hinweise auf den Verdächtigen finden. Ich gucke mal wieder so in die Ecken, ob noch vielleicht irgendwelche Items zum Mitnehmen da sind. So, das habe ich alles schon gelesen. And don't mess with my research, please. Okay. Ein Moment. Nun, es ist verbracht. Endlich ist die zweite Phase abgeschlossen. Wie auch immer, was ist mit dir passiert? Deine Freundin Ayane hat mich panisch angerufen und gesagt, du würdest zu einer Untersuchung kommen. Es ist das erste Mal, dass ich sie so besorgt sehe. Es ist halb so schlimm, meine Anglititis, das ist immer noch so ein seltsames Wort, tritt immer häufiger auf. Ich wollte mich mal untersuchen lassen. Oh, und ich hatte einen kleinen Zwischenfall. Ich fürchte, mein Kampfanzug könnte beschädigt sein. Verstehe. Bitte leg dich zunächst hin. Die Daten wurden synchronisiert, dein Kampfanzug sollte in Ordnung sein. Aber dein Gedächtnis hatte eine große Frequenzabweichung während der Synchronisation. Ich war etwas beunruhigt. Aber keine Sorge, mein perfektes Chrome-System hat sich darum gekümmert. Alan, was hast du herausgefunden? Die Daten wurden aufgezeichnet, aber uns fehlen einige Umgebungsdaten. Ich habe vergessen, dir das beim letzten Mal zu sagen. Ich habe das System vor einiger Zeit aufgerüstet. Mit dem Upgrade kannst du deine Umgebung scannen und in eine Terrainkarte umwandeln. Mit genauen Umgebungsdaten und Informationen über deinen Körper kann ich jetzt die Ursache deiner Krankheit besser analysieren. Du sagst, dies sei für die Analyse meiner Krankheit, aber warum habe ich das Gefühl, dass du eine weitere Funktion für den Kampf zugefügt hast? Ey, das geht dich nichts an. Ich habe mein ganzes Leben lang zu allen möglichen Dingen geforscht. Vertrau mir einfach, okay? Außerdem habe ich bei Zimmer eine neue Waffe für dich bestellt. Sie hat mich ein Vermögen gekostet. Du hast etwas für mich gekauft? Das sieht dir gar nicht ähnlich.
Ich wusste, du würdest es nicht glauben. Nun, das war der Vorschlag deines alten Herrn. Das hätte ich mir denken können. Okay, Waffendealer. Okay, da können wir nochmal in die Simulation, aber das brauchen wir aktuell nicht. Okay, dann können wir wieder gehen. I'm fine. It's Ryan I'm worried about. Don't worry, darling. I'll get results from the intel network soon. Mm-hmm. I'm gonna pick up the weapon Alan ordered first. Ping me if you hear anything. So, dann fahren wir erstmal wieder zurück nach oben. Und dann gucken wir mal nach dieser ominösen Waffe. Mal gucken, was es mit diesem Scan auf sich hat. Melden sie sich auf einmal alle. So, ich muss zum Waffenhändler natürlich. Hi. Hallo, Zimmer. Ich wollte meine... Hey, Anne. Was hast du gerade gesagt? Sag es bitte etwas lauter. Schrei einfach drauf los. Also gut. Ich bin gekommen, um die Waffe zu holen, die Alan bestellt hat. Ah, verstehe. Also war er es, der sie bestellt hat. Ach, er heißt Zimmer, der Waffenhändler. Dieser alte Mann stellt tonnenweise Bedingungen und die Zahlungen kommen immer zu spät. Ich liebe explosives Zeug genauso wie jeder andere. Yeah, aber die Waffe ist eine ganz eigene Klasse. Das Material zur Herstellung ist hier in Scope City illegal. Jetzt ist es Zeit, dass mein Kumpel zeigen kann, was er drauf hat. Binga, der Besitzer der Werkstatt in Noctis City. Erledigt jeden Auftrag. Wenn du die Waffe, die Alan für dich bestellt hat, aufrüsten möchtest, kann er auch das für dich übernehmen. Okay. Was ist jetzt? Eine Waffe. Was? Neue Waffen können in der Werkstatt hergestellt werden. Okay, er hat noch irgendwas. Verkaufen. Okay. Sprechen wir mal kurz mit ihm. Sprechen. Hier zu Binga in Noctis. Er kann alle deine Wünsche erfüllen, egal wie seltsam sie auch sein mögen. Denn er ist beinahe der Beste in Noctis City. Nach mir. Ah, ein. Kannst du dir das vorstellen? Jemand hat meine verdammte Waffenblaupause gestohlen. Kannst du mir einen Gefallen tun? Die Diebe treiben sich bei Schnellstraße 42 rum. Bitte hau sie um. Schnellstraße 42? Ich habe früher mal schmutzige Geschäfte gemacht, als ich noch jung war. Die Schnellstraße 42 ist das beste Versteck für solche Leute. Hilfst du mir um eines alten Freundes, willen? Klar. Das ist mein Mädchen. Du bist genau wie eine jüngere Version von mir. Anne, wir wissen nichts über die Diebe. Wir sollten... wie sollen wir sie auf dem Freeway finden? Keine Sorge. Auf allen meinen Blaupausen ist ein GPS installiert. Wenn du in Reichweite bist, solltest du in der Lage sein, das verschlüsselte Signal zu empfangen, um sie zu orten. Okay, ich habe die Frequenz in deinem Gerät aktualisiert. Okay, eine weitere Hackquest. Do we have an exact location? Give me that. You can head out first. Okay, hat er die Sidequest jetzt irgendwie als aktuelle Sidequest gewählt? Finde die Waffenblaupause. Okay. Weil mehr Sidequests haben wir aktuell nicht. Ich meine, die Bereiche hier, in denen man sich umgucken kann, sind auch nicht besonders groß. Es gibt halt diese Hauptstraße und dann gibt es nur noch diese kleine Gasse und das war's dann. Also, warum gibt es keinen Service-Roboter? Als ich vor 2 Tagen hierher kam, hielten mich einige für einen Service-Roboter.
Sieht überhaupt nicht aus wie ein Service-Roboter. Ach, das ist dieser Burgerladen oder was? Nee, das muss aber was anderes sein. Hier können wir noch Krams einsammeln. Die Stadtplanung des Präsidenten treibt uns in den Wahnsinn. Er hält uns mit geistloser Unterhaltung bei Laune. Und verführt uns zu dieser Idolkultur. Das ist ja so faszinierend und schlimm. Okay. Prothese ist so teuer. Wo ist meine Mama hin? Ich erinnere mich. Sie hat mir Eis geholt. Und sieh dir meine Ballons an. Cool, oder? Meine, ganz allein meine. Hehe. Oh ja, deine Ballons sind so cool. Ist immer noch closed. Hat er irgendwas für mich? Können wir das auf der Übersichtskarte eigentlich einsehen, habe ich mich gerade gefragt. Finde den Verdächtigen. Okay, aber das hat jetzt nichts mit der anderen Sidequest zu tun. Und die Karte sogar so ein bisschen switchen. Ist ja verrückt. Nebenmission gibt es da auch noch. Und hier. Ah, Waffenwerkstatt. Okay. Apotheke. Was hat es mit dem GPS-Signal auf sich, was er meinte? Mit seinen Blaupausen. Ich gucke nochmal in die Questbeschreibung. Vielleicht finde ich da noch irgendwelche Infos. Ein Waffenhändler in Scope City hat die Blaupause einer Waffe verloren. Nach den Infos des Auftraggebers scheint sich das Ziel irgendwo innerhalb der Schnellstraße 42 zu befinden. Aber woher weiß ich denn, wo Schnellstraße 42 ist? Ist das hier, wo wir leben? Guck mal, hier wurde ein Unfall gebaut. Was mit ihr? Hi, hi. Willkommen bei Royal Tales. Möchtest du einen Minzdelight zum Preis von 100 Credits kaufen? Nee, danke. Bitte bestätige das Ziel. Jemand beschattet mich wieder. Tschüss. Ist der hier verdächtig oder was? Ist das der? I don't know. Ich kann ja auf der Straße rumlaufen. Großartig, was passieren wird nicht, weil ich komme ja auch nicht auf die andere Seite. Vielleicht öffnet sich die Welt noch ein bisschen weiter im Laufe des Spiels, aber was diese Blaupause angeht, habe ich leider echt keine Ahnung. Schnellstraße 42. Wenn ich vor allem das Scan aktiviere, geht auch so ein kleiner Impuls durch. Na gut, ich glaube, wir kommen auch, was das angeht, nicht weiter. Deswegen setzen wir uns in unser Fahrzeug und schippern mal nach Noctis. Damit wir dann da noch ein bisschen was reißen können. Weil aktuell können wir hier leider erstmal nicht viel tun. Deswegen geht's erstmal hier hin. Let's go! Proposal was rejected.
I trust you aren't here to mock me. That'd be a waste of time. Why did you submit it? Just doing what I can for the consortium. Part of my job, isn't it? You know about the Gatekeeper Project's volatility. It's test subjects. Have you forgotten how dangerous the portal tests were? What are you so worried about, G? I just want those higher-ups to hurry up and act. Wasn't the consortium founded to shut down Lyman? Yet for so long, they haven't made any progress. Why? Are they all on vacation? Things are not always what they seem. Stop whatever you're planning. I know you're hiding something from us. If the Council finds out, there will be consequences. Thank you for your kind reminder. Though I suggest you mind your own business, G. Ach, jetzt sind wir ganz woanders. Neue Waffen können in der Werkstatt hergestellt werden. Sind wir denn? Ach, wir sind nicht mehr am Pier, wo wir letztes Mal waren, sondern an einer ganz anderen Stelle. FT-Chipladen. Kleidungsgeschäft. Okay. Hier ist ein Club. Ein neues Gesicht, was willst du? Du musst dich an den Dresscode halten. Lass mich rein. Guck mal, die echauffieren sich auch schon. Na nü. Maissaft, Maissaft. Möchte jemand einen besonderen Maissaft, der stark und kräftig macht? Anne, der Maiskolben lebt. Ich glaube, er verkauft etwas. Alter, ist das doof. Oh, was für eine reizende junge Dame. Deinem ernsten, aber entschlossenen Auftreten nachzuurteilen, fehlt es dir wohl an Endorphinen. Warum versuchst du nicht eine Flasche Maissaft? Der ist nicht billig, aber super effektiv. Stimmt etwas nicht? Du siehst zögerlich aus. Ich würde gerne erstmal wissen, was genau da drin steckt. Keine Sorge, ich bin ein berühmter Maiskönig in meiner Heimat. Ich verwende nur die besten Zutaten. So habe ich das nicht gemeint. Ich stamme aus einer alten Reihe von erfolgreichen Geschäftsleuten, wenn mein Vater nicht aus Versehen das Haus in Brand gesteckt und die meisten von uns übel riechendes Popcorn verwandelt hätte, wären wir immer noch reich. Alter, ist das doof. Aber wie geil. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Hübsche Dame, wie du meinst, das ist der Preis ist, der dich davon abhält, diesen feinen Saft zu genießen, dann möchte ich dich einladen, an Noctis Citys aufregendsten Wettbewerb teilzunehmen, das Mortal Corn Tournament. So geil. Vor allem heißt der Joss van Korn. Wer den ersten Platz belegt, erhält meinen neuesten und heißesten Premium-Maissaft. Die Gelegenheit solltest du dir nicht entgehen lassen. In Ordnung. Ich hoffe, du machst mit. Das Mortal Corn Tournament wird mich sicher berühmt machen. Ich werde in dieser Stadt meinen eigenen Laden eröffnen können. Oh, meine Liebe, sag mir, dass du an diesem Turnier teilnehmen wirst. Klar. Premium Maissaft? Hört sich super an. Ich werde versuchen, einen zu gewinnen. Wer weiß, wofür er noch nützlich sein könnte. Keine Ahnung. Achso, es geht jetzt schon direkt los. What? Oh, Street Fighter. Round 1. Fight! Fight!
Round 2. Darf ich auch Knarren benutzen? Das ist unfair. Blocken hilft dir halt auch nicht. Und Crumpets kann ich auch noch gewinnen. Also, um weitere Fähigkeiten zu erhalten oder Fähigkeiten zu verbessern. Runde 3. Ready. Fight! Was hast du davon? Oh. Hadouken! Sieht so aus, als hätte ich gewonnen. Nehmen wir meisterhaft. Yeah! Hallo, wenn das nicht unsere Turniergewinnerin ist. Wo sind denn alle so schnell hin? Oh, ich habe mich dazu entschlossen, das Turnier abzubrechen. Ich habe gesehen, wie ihr euch alle wie verrückt geprügelt habt. Und da wurde mir etwas klar. Ihr Maiskolben sind von Natur aus gewaltfrei. Wie auch immer, du warst großartig, Freundin. Du hast gewonnen. Sehr beeindruckend, absolut cool. Aber da sich meine Prinzipien geändert haben, werde ich ab sofort meinen Lebensunterhalt als Straßenhändler verdienen. Ey, wo ist der Unterschied? Du warst doch von Anfang an ein Händler. Als erste Kunde meines Service-Geschäfts biete ich dir hiermit eine kostenlose Flasche meines neuesten Maissafts an. Werde jetzt woanders handeln gehen. Bis zum nächsten Mal. Alter, was war das? Wie weird. Aber gut. Warum nicht? Was ich eigentlich wollte, war mich mal in diesen Stores hier umzuschauen. Chipladen. Er wieder. Ein Cyberneko, jawohl. Hi. Herzlich willkommen. Ich garantiere dir, dass unsere Chips die besten sind. Glaubst du nicht? Denn Scope ist einer der besten. Denn das ist auch meiner. Du kannst Hatch für Informationen über was? Supraleitungsverarbeitung und Chipumwandlung befragen. Schau. Das ist der Mann mit dem Glasauge da drüben, 26 Jahre alt und ledig. Okay. Supraleiter verwenden. Kombinieren, um einen Chip mit zufällig generierten Werten zu erhalten. Warum ist das dreimal dasselbe? Genug Materialien, ja. Chip-Herstellung. Ah, okay. Sehe schon. Mir fehlen nur noch ein paar Materialien und dann 500 Geld. Gegenstände kaufen. Offensiver HF-Chip. Sobald er ausgerüstet ist, erhöht er den Schaden einer Waffe. Durchschlagskraft. Und er erhöht kritische Treffer einer Waffe um 10. Das ist alles ganz schön teuer. Ein andermal vielleicht. So, und da gab es hier noch einen Klamottenladen. Hi. Hallo. Ja, Outfit-Projektion ist billiger, aber ich schaue nach dem ultimativen Schnitt. Ohne einen Termin können Sie kein Kleid bekommen, Fräulein. Achso, ich kann nur hier meine Kleidung wechseln. Wie bekomme ich denn einen Termin bei ihr? Schade, ich habe gedacht, man könnte hier noch ein bisschen shoppen gehen. Interagieren. Was ist gerade passiert? Ach, ich kann die Farbe ändern. Okay, hier sind wir richtig.
Hallo, ich bin Anne Flores. Zimmer schickt mich. Oh, ich weiß. Zimmer sagte mir, du würdest kommen. Komm schon, zeig es mir. Ich möchte unbedingt wissen, was es ist, mit dem selbst Zimmer nicht zurechtkommt. Haha, ich sehe schon. Das ist ein Kinderspiel für mich. Nutze einfach das System hier, um es zu zerlegen. Du wirst einige nützliche Materialien erhalten. Und die Ausrüstung von Zimmer wirklich so veraltet? Konnte er nicht einmal diese einfache Aufgabe erledigen? Los, probier's mal aus. Oh, nur damit du es weißt. Du kannst das Kombi-System benutzen, um die Waffe herzustellen, die du nach dem Zerlegen benötigst. Zerleg-Tutorial. In der Werkstatt kannst du gesammelte Gegenstände zerlegen und die Materialien dann zur Herstellung neuer Gegenstände verwenden. Der HE Super Hard Chip gibt ein Kristall und ein Dingsi. Zerlegen. Geschichte Datenraum. Den ganzen anderen Kram. Ah, stimmt, den ganzen anderen Kram nicht dabei habe, kann ich auch zerlegen. Achso, es geht gerade in der Tutorial-Phase nicht. Kombinieren Tutorial. Wenn du ausreichend Materialien in deinem Rucksack hast, kannst du diese in einer Werkstatt zu besseren Waffen kombinieren. Okay, lass mal sehen. Lichtschildmodul 4K San Mato. Boah, geht auch schon gut ab. Okay, das war's. Die Mucke im Hintergrund läuft, die geht so richtig gut ab. Okay, jetzt kann ich nochmal ein paar Sachen hier zerlegen, die ich dabei habe, wenn ich eh schon gerade dabei bin. Das machen wir gerade noch. Danach werden wir an dieser Stelle dann auch gleich die Folge beenden müssen. Wir sind schon ein bisschen über der Zeit, ich bin auch schon relativ platt, aber das machen wir noch. Ich hatte mich schon mal gefragt, der eine Händler hatte auch schon gesagt, von wegen hier, bevor du Sachen verkaufst, guck, ob du sie vielleicht zerlegen kannst. Alles zerlegen. Yeah. Okay, Waffen herstellen. Was kann ich denn noch herstellen? Lichtschwertmodul Verhör. Großschwertmodul Mamba. Ich habe leider nicht genug. Oh, Zwillingsklingen. Erschütterung plus 10,5. Es gibt ja richtig. Richtig geile Sachen hier. Gegenstände kombinieren. Pistolenmunition. Spezielles Gehäuse. Verkaufen. Kann ein bisschen schrottlos werden. Habe ich 1230 Credits. Genauso, ganz einfach. Du musst eine Expertin sein. Ich hätte nicht erwartet, dass du ein so tiefes Verständnis für unsere Technik hast. Komm jederzeit wieder. Vergiss nicht, all unsere seltenen Materialien zu zeigen, die du findest. Oh, okay. Das ist einfach mal so eine Bude und gleichzeitig ein Laden. Der Bildschirm neben mir, der Dig, ist voller Parameter. Die einzige verständliche ist, drücken, um das Beruhigungsmittel für Pferde zu initiieren. Okay, weiter geht es mit der Hauptquest. Aber wie gesagt, ich würde sagen, das gucken wir uns das nächste Mal an. Und ich bedanke mich schon mal recht herzlich an dieser Stelle fürs Zusehen bei Anno Dingsbums. Ich werde den Namen nie. Deswegen, ich sage immer Anno Dingsbums. Ich denke mal, das passt schon. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder hier in Noctis City und dann schauen wir uns das nächste Mal weiter hier um. Also, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.